Ah, ja. Unprofessionell. Ach, ich hab's ja auf lautlos und auf Flugmodus und alles. Ja, aber hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir sind hier bei Hyperlight Drifter. Ja. Einem kleinen, süßen Pixel-Spielchen. Ja, es ist klein. Mega geil. Was angekündigt wurde als Zelda- und Diablo-Klon, aber eigentlich sich als Dark Souls in 2D-Optik. Was heißt Klon? Er hat gesagt, er will die beiden Spiele miteinander verschmelzen. Und ey, bisher mega cool. Nur er hat halt, wie gesagt, was ich nicht wusste, dass halt er sehr, sehr Dark Soulig an diese ganze Sache rangeht. Und wir halt echt so ein bisschen, ich glaube, wir schlagen uns nicht so scheiße. Na doch. Also wir haben bisher jede Herausforderung gepackt. Ja, irgendwann. Na, und jetzt suchen wir den Weg zu diesen Feuerdingern, Marco sich gerade nicht so ganz sicher ist, wo wir fahren. Egal, also scheiß doch, kannst du einfach den Fahrstuhl fahren. Was ist denn, wenn du hier oben hochdriftest jetzt hier? Oh, ich hab Angst, ich will kein Leben verlieren. Du verlierst kein Leben. Doch, ich verliere. Nein, du kommst da durch. Zack, siehst du? Zack. Siehst du? Ah. Ja. Perfekt. Gern geschehen, Alvin, gern bitte geschehen. Marco, bitte. Mach die Pflanze doch kaputt. Sehr gut. Super. Marco, der Rasenfeind. Rasen muss getrimmt werden. Wie die Videos auf RBTV. So. So, wo ging es jetzt zum Feuer? Du meintest. Ich weiß es nicht. Also, das Ding ist halt, ich bin runtergelaufen. Ich war zum Beispiel nicht bei diesen Gegnern auf einmal. Ich war halt, geh mal nochmal hoch. Weil hier geht es. Ja, geh mal hoch. Guck mal, hier, da, das ist ja schon weiter. Geh mal hoch. Und auf das Ding kann man ja nicht drauf. Hoch. Noch weiter hoch. Immer richtig hoch. Okay, dann wieder hier. Okay, alles klar. Nein, das ist falsch. Ja, das weiß ich auch. Okay. Okay. Das Ding kann man aber nicht drauf driften, oder? Wollen wir nein, da kann man nicht drauf. Geh mal hier links hin. Da sieht man nichts. Okay, kannst du gegen die Steine kloppen mal? Okay, geh mal kurz an den Baum irgendwo was ran. Nein, okay, da ist auch nichts. Alles klar. Gut, okay, dann lassen wir es. Scheiß drauf. Fahrstuhl. Marco, trimme bitte Edis Zopf. Ich finde die sehr, sehr nett. Ach, die Zöpfe. Zopf ist doch nett. Vor allem, er hat jetzt drei. Er hat drei. Ich glaube, oder drei oder vier. Ja, war das nicht gefotoshoppt? Nee, vier, das war aus der Aufnahme von Eben. Da habe ich nur einen gesehen. Beim Generator links Sekret. Also doch der Generator. Kann schon sein, kannst du nochmal zurückgehen, wenn du magst, aber. Ja. Oder wir machen jetzt einfach hier Bumsebiene. Ja, probieren wir es mal aus. Probieren wir es aus, komm. Wir haben ja zum Glück zwei Leben-Dinger. Ja. Ach, okay, Feinde werden nicht resettet, sehr gut. Das wäre jetzt noch. Das wäre noch richtig nett. Okay, links senkrecht. So, hier. Und dann? Kannst du noch weiter runter? Nein, das nicht. Noch weiter runter vielleicht. Das Ding ist links senkrecht. Beim Rennen. Nein. Das Ding ist, guck mal, da, ich kam ja von oben. Du kommst ja von oben. Guck mal, das ist alles falsch. So. Und hier irgendwo ging es dann irgendwo rüber. Oder, warte mal, geh mal. Oder, ja. Warte mal, ich probier mal was. Wie bist du denn da rübergekommen? Dass du das nicht mehr weißt. Ja. Nee, da gibt's. Marco, clever. Ah, okay. Okay, daran erinnere ich mich jetzt auch, alles klar. So. Stimmt, das habe ich sogar noch. Das war irgendwas war da doch, dachte ich mir. So, und jetzt kommt Feuer. Feuer heiß. Ja, wenn du draufstehst, sofort heiß. Heiß. Sehr heiß. Wie war nochmal hat? Was war das nochmal für ein Knopf? Dreieck. Ja, das ist heiß. Ich glaube, da brauchen wir weiter driften. Ich glaube, wir müssen echt später hier. Meinst du echt, dass es geht? Ja. Ja, wie kommen wir sonst da hinten hin? Ich habe keine Ahnung. Also, es macht ja nur Sinn, dass man als eins der Upgrades weiter driften hat. Meinst du? Ja, schon. Ach. Gehen wir da später hin. Edis Zopf hat jetzt ein eigenes Twitter-Profil im Übrigen. Echt? Edis Zopf to go. Gerne followen. Nicht sofort. Ach, ist das schön. Sehr gut. Ah, auch gegen Pflanzen lädst du auf. Sehr gut. Ja, natürlich. Hab ich doch von dir. Oh, da ist die Kröte. Böse Kröte. Krötenmensch. Fick dich, Krötenmensch. Oh, Alter. Der hat Freunde mitgebracht. Ach du Jemine. Okay. Halt dich mal lieber. Nee, ein Schlag. Nee, ja, ein Schlag reicht. Ja. Okay, cool. Jetzt halt. Mhm. Okay. Alles klar. Krötenmenschen tot. Krötenmensch. Okay, und Pflanzen kaputt machen. Böse Pflanzen.
Böse Pflanzen. Driften. Ja. Schlüssel. Oh, der dritte Schlüssel. Ja, einer fehlt noch. Können wir die Kisten kaputt machen? Heil-Item wäre jetzt fein. Mhm. Willst du hier runter oder willst du hoch? Okay, geh mal hoch. Ah, da ist... Ah, sehr gut. Bestimmt eine Falle oder sowas. Nee. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir zwei. Halt dich mal. Genau. Dann haben wir noch eins. Okay, cool. Ach, das ist so gut. Das... Oh, Krötenmenschen! Oh, Gott sei Dank, kurz vorm Aufschlag. Vorsicht. Oh. Oh. Jawohl. Okay. Vergiss mal, dass man schießen kann. Ja, ja, das Dumme ist jetzt, es sind halt Leben wieder so ein bisschen knapp. Egal, das reicht ja vollkommen aus. Ja. Da unten ist irgendwo, egal. Diese, nee, alles gut, sah nur komisch aus. Rohre. Hart rohrig. Ah, da ist was. Ja, aber da sind auch böse Viecher. Böse. Okay, du hast volle Schüsse. Okay, da oben ist... Da ist ein Aufzug. Aufzug. Willst du erst Aufzug machen oder erst Gegner? Hier, den machst du ja easy platt. Ja. Den machst du auch easy platt. Mit Schuss. Einmal runter. Dings kaputt machen hier. Alter! Okay, der hängt fest. Okay, sehr gut. Okay, da oben... Oh, sehr gut. Sehr gut. Man hier auch leider nie die Sachen sieht, wo man halt dann leider festhängen kann. Ja, super. Super. Ist da oben irgendwas zum kaputt machen? Auch hier oben noch was zum kaputt machen. Okay, nichts dann. Okay, da ist auch was, wo du hochdriften kannst über den kleinen Teich hier rechts. Aber erstmal die Krötenmenschen kaputt machen. Ah, oh, nee, er hat getriggert. Okay, egal. Den hast du jetzt. Jawohl. Sehr gut. Das war. Okay. Was? Feuer? Heiß! Yes! Siehst du. Perfekt. Da unten ist ja noch eins, dann kannst du eigentlich jetzt schon nutzen. Sehr gut. Oh nee. Okay, oh nein. No. Ah, okay, ich bin gleich wieder dran. wie schnell. Ach komm, nicht dein Ernst. Clever. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schnell, jawohl. Krötenmenschen. Ja. Nein, nicht so gerade stehen. Okay, die hauen sich das ganze Zeit gegen die Wand. Sehr gut. Ah, fuck! Nein, wieso? Oh. Okay, ja. Gut. Okay, immerhin, wir sind da, alles klar. Okay, gut. Oh. Hm. Na. Oh. Krötenmenschen. Oh. Oh. Ist oh, Feuer! Schon wieder Feuer.
Okay, aber da oben ist ja nichts. Lern aus meinen Fehlern, Marco. Ach komm, ich bin vorhin 6-mal über Feuer gestolpert. Blöde Pflanzen. Hä? Wieso bin ich ganz woanders jetzt? Oder? Nee, du musst weiter nach rechts. Nach links. Das Ding ist halt, hier geht's hier nach links. Ja, und von da kommst du gerade. Oh, du hast recht. Marco, clever. Yes. Hol dir erst das Leben. Ja, genau. Verballer einfach deine Schüsse. Ja. Oh, viel klügere Taktik. Na, pissen! Ja, leck mich doch mit deinen scheiß Kommentaren von der Seite. Ah. Oh. Ich bin Alvin. Zeig mir Sachen. Da spricht nur der blanke Neid aus dir, Mann. Weil du an derselben Stelle gestorben bist. Was machst du denn dann? Nein, du musst erstmal die Pflanzen kaputt machen, dann kannst du. Ja. Oh, 3 Schüsse für eine Person mit 2. Du hast gerade auch 3 Schüsse verballert. Honk. Honk. Ach, Mann, ey. Das Let's Play von den 4 Jungs hochzuladen. Weil wenn es da ist, wenn es vorliegt, kann man das auf jeden Fall machen. Spricht nichts dagegen. Erstmal könnt ihr das Final Fantasy Event nachholen. Das ist jetzt auf YouTube. Sehr gut. Vorsicht, Feuer heiß. Ja. Sehr gut. Oh, Alter. Ja, den hast du vergessen. Ja, den habe ich wieder vergessen. Sehr gut. Das sieht sehr gut aus. Nee, du hast noch ein Heal-Paket und jetzt bist du hier. Sehr gut. Sehr gut. Ja, oder so. Ach, da ist der Krötenmensch. Ich hab gerade gefragt, wo der ist. Ja, super. Oh, da ist noch ein Mensch, aber. Ein Mensch. Guck mal, hier links ist wieder so ein. Ob wir es noch zum ersten Boss schaffen? Das ist halt das zweite Ding jetzt. Aha. Wir brauchen ja 3, um das Ding dann halt aufzumachen. Das eine. Alles klar. Aufregend. Sehr aufregend. Okay. Ah, okay. Und jetzt hier hinten haben wir noch den Aufzug. Genau, den Aufzug haben wir auch noch. Ja, perfekto. Sehr gut. It's a game also for PS3. Weißt du das? Ich habe zumindest bei dem Kickstarter nichts von PS3 gelesen, auch wenn du es behauptest, dass PS Vita und PS Vita 4 war angekündigt und ja, mal gucken, also Wii U war halt Wii auch U? Angekündigt, ja, aber ich glaube, die kommt wirklich nicht mehr. Boah, das war wäre ich ja, nicht wieso? Sehen. Nintendo will doch angeblich selbst das Ding einstellen zum Ende des Jahres, den Support, ja. Okay. Was ja Sinn macht mit dem, wenn die jetzt das NX rauspowern. Edis Zopf to go heißt der Twitter-Account von Edis Zopf Nox. Oh, das Spiel ist so gut. Oh. Na? Ja? Und nu? Hau mal gegen? Nee? Aufs Boot! Meinst du? Ja. Alter. Nein! Nein! Ach komm, was? Ja. Und drüber. Und da ist nämlich so ein Ding wieder. Okay, wir haben 4 und das heißt jetzt. Ist das ein Upgrade? Das ist ein Upgrade. Auf Level 2 irgendwas. Das können wir wahrscheinlich. Und jetzt ist das die Währung, die wir dann verschachern können. Meinst du, wird's so zurück? Okay. Nur eine Frage. Okay. Okay, Alvin macht das. Ja, Alvin regelt. Keine Ahnung, ob man über diese Wasserleitung da hätte laufen können. Nee, kann man nicht. Ja, das weißt du. Das weißt du. Ja, natürlich. Hier ist ein Speicherpunkt. Geh runter.
Oder? Das sieht auf jeden Fall so. Ah, nee, doch nicht. Sah so aus. Okay. Damit kauft man Upgrades. Sehr gut. Okay, nochmal zur Sicherheit. Okay, dann müssen wir gleich einen Teleporter machen. Eigentlich müssen wir, ja, aber erstmal brauchen wir einen neuen Teleporter. Also gehen wir erstmal nach unten und schauen mal. Ich denke auch. Bin da sehr optimistisch. Ja, das sieht doch so teleportmäßig hier aus. Nee, das sieht erstmal nach geiler Stimmung aus. Ist Miri wieder da? Nee, diesmal nicht. Das ist, sieht echt. Guck mal, wie abwechslungsreich das bisher alles war. Das ist, dass man auch diese Boote zum Driften nutzen kann, ist halt super. Einfach geil. Mähe gefälligst den Rasen. Stark! Und da ist noch ein Upgrade. Also, Dingens. Das nächste. Juiuiuiui. Das war knapp. Okay. Jetzt nach unten gedingst. Okay, da ist links wieder. Und ich höre. Und da hinten ist ein Heal-Paket. Ja. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Okay. Das sieht doch sehr gut aus. Schussvoll, lebenvoll. Ja. Haben wir einen Lebensbalken gerade dazu bekommen oder irre ich mich? Zeig nochmal, drück mal Dreieck. Nee. Du irrst dich. Willst du nicht wieder rechts gehen, nämlich das unten sieht ein bisschen. Ach, ach komm, das sind diese drei. Toten Viecher das sind am Anfang. Ja. Da ach, ist ein bisschen Zeit vergangen, oder? Ist das geil. Ist das schön. Hier, ich glaube, man kann später weiter driften. Ja. Oder doppelt driften. Ja, oder sowas. Stimmt, doppelt driften. Ach, ist das geil. Nein! Blub. Hier mit der Hand da noch oben. Und das Blut. Oh, guck mal, Alter, die Hand sehe ich auch erst jetzt. Ja, die Hand hat er da oben und dann guck mal, die Wunde da. Oh, dieses Parallax ist so geil. Ah, Mann, dieses Spiel. Ist hübsch. Mal, auch ein Grafikdesigner gibt hier seinen Daumen hoch. Das ist schon. Oh, weg, 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 weg. Ja. Vorsicht, jede Menge von denen. Okay. Und die haben nichts. Doch. Ist das da hinten fetter? Was für ein Vetter? Nee, das ist ein Busch. Ja, aber okay, war jetzt hier nur ein Busch. Das war jetzt nur ein Busch. Toll. Ein streng bewachter Busch. Kommt mir vor wie ein US-Wahlkampf. Wieso? Ein streng bewachter Busch. Sehr gut. Ja, Marco, erzähl was. Nee, ich bin, wie ich schon gesagt habe, ich will dieses Spiel so genießen. Und jetzt gibt's erstmal wieder, ich bin ja gleich dran, deswegen muss ich mich ja vorbereiten. Okay. Hey, fick. Ja! Oh, da ist aber noch ordentlich was explodiert, du. Ja. So, du, komm. Ja, jetzt zeig mal, was du kannst. Das will ich sehen. Jetzt musst du abliefern. Okay, wow. Halt's Maul. Das ist echt. Ja, ich muss erstmal reinkommen. Ja. Ich habe jetzt so lange nicht gespielt, du bist halt nur rumgelaufen. Schön den Reinke machen. Den Reinke machen. Ja, er vorhin auch wieder oben beim Street Fighter spielen. Ja, ach. Falscher Controller und das ist doof und jenes ist doof. Ei. Ja, merkst du was, dass das irgendwie scheiße ist dazu? Oh, du hast noch Heal bekommen. Nee, ich hatte noch einen. Ja, ich meine, du hast doch den eingesetzt bekommen. Alles klar. Dann hätte ich auch. Ah! Okay, ich. Weiß. Ja, weil die brauchen halt immer ein bisschen Zeit zum Angreifen, deswegen. Ja, ich. Ja, ich weiß, die machen ja immer. Ja. Okay, pass auf. Aber weißt du, was ich wir vergessen Idee. Haben? Was denn? Das mache ich, während du jetzt wieder kläglich scheitern wirst. Auf Sonntag hinzuweisen. Oh ja. Denn Sonntag sind wir live, was ja jetzt irgendwie einmal im Monat sein soll, also in schöner Regelmäßigkeit, werden genau. Wir Sonntagabend live sein. Und zwar erst ab 18 Uhr mit der Beta von Doom, in der sich Simon versuchen wird. Und danach um 20.15 Uhr, ich glaube zwischendurch nochmal mit Nerdy Timber unterbrochen,
sind wir bei einem Almost Daily Live mit Simon, Nils, Etienne, wo die Leute da draußen halt jetzt schon irgendwie die Themen bestimmen können. Also die können sie live dann in der Sendung halt voten. Ähnlich, glaube ich, wie bei Almost Daily 200. Ja. Und halt auch jetzt schon einreichen. Einreichen und dann werden sie gewotet. Easy. Hä? Ich hab ihn erledigt. Ja, aber du warst doch trotzdem tot. Nee, war ich nicht, Alvin. Ich will eine Zeitlupe davon. Können wir das nochmal bitte analysieren? Ja. Ein war jetzt eigentlich tot. Ach, da ist hier ja, ein natürlich. Was für Glück. Das war knallhart berechnet. Hui! Was gibt's hier? Ja, das sieht doch wieder ein Upgrade aus. Vielleicht sogar zwei Upgrades. Sicher, dass es nur eins war? Alvin. Huiuiui. Okay, da geht's nicht lang. Okay. Aha. Stimmt, das könnt ihr eigentlich wirklich mal zum Thema machen. Was? Ja, das Thema Zöpfe. Oder Frisuren. Frisur. Haarmode. Haarmode. Da kann man auch voten, dass Eder sich live einen Zopf macht. Oder die Haare. Oder wie viele Zöpfe er sich live macht. Oder die Haare rasiert. Oh, der ist wieder! Ja, das hatten wir ja schon mit Simon. Oh, stimmt. Ja, komm, noch ein Schlag. Ja, easy. Ja, perfekt. Easy. Oh, komm. Dass man auch Blut verliert, wenn man nur noch einen Leben hat. Ja, ist einfach nur gut. Ist einfach nur schön. So, okay, wo bin ich jetzt? Jetzt kommt der Boss. Bitte. Ja, unbedingt. Oh, Feuer. Wo? Heiß? Ja. Oh, guck mal, wie man auf das Ding kommt. Feuer. Heiß. Ja, entweder muss man das schneller machen oder weiter. Ach, das sieht so alles so schön aus. Aua. Sollte man hier schon rein? Guck mal, da brauchen wir zwei, da kommen wir rein. Das können wir machen. Da kommen wir da rein? Hallo, mach auf. Ich hab doch zwei. Oder muss ich immer vier haben für sowas? Vielleicht muss man auch immer vier haben. Aber das macht ja eigentlich keinen Sinn. Normalerweise zeigt das Ding doch an, wie viel man braucht und wie viel man dann hat. Ja. Na gut. Vielleicht weiß Chat. Chain Drift muss man freischalten, siehst du? Chain Driften muss man freischalten. Ah, ich will nicht so viel gespoilert werden. Okay, da unten ist auf jeden Fall. Ein Heilpaket, ist doch schon mal schön. Okay, nehmen wir auch mal. Okay, man kann auf jeden Fall auf diese Feuerdinger da unten rauf. Na, wer Papa! Nee, ich glaube, da kommst du noch nicht drauf. Ey, Feuer, heiß. Ja, was springst du da auch drauf? Oh, Alvin. Ja, Marco. So. Schweig jetzt. Sag jetzt nichts. Kommen wir denn woanders noch hin? Ja, klar, kommt mal auch woanders hin. Bin ja den einen Weg hier gegangen. Oh, ey, jetzt steck mich bloß nicht an. Was ist denn hier oben eigentlich? Da war es nie. Drei Minuten noch bis zur Werbung, da müssen wir noch ordentlich was reißen. Na, komm. So, nämlich hier, wenn wir reingegangen, dann können wir weiter hier hoch. Ach so, okay, ja, dann. Sag mir bitte nicht, dass jetzt ein Boss kommt. Hier nee, ist von da kommst du doch. Oh, guck mal, jede Menge Viecher, ja stimmt, ich musste weiter nach unten, nicht nach oben. Alter, ey, dein Orientierungssinn. Entschuldigung, Alvin, ja. So, jetzt können wir nach links, nach rechts. Ach, guck mal, der Teleporter. Okay, jetzt schnell in die Stadt. Okay, upgraden. Ab in die Stadt. Und wir sind auch voll am Leben wieder. Okay, mein Teleporter. Okay, Stadt. Hier. Oh! Huh! Das sieht so gut aus! Ja, komm, Marco. Du wirkst so angespannt, sagt der Chat. Chat sagt immer, ich bin grumpy oder... Ne, nicht grumpy, grumpy ist nur einer. Aber ich bin irgendwie bockig oder hab keinen Bock oder ja. Ja. Manchmal bist du das. Alvin. Du hast ja auch einen schweren Job, eine schwere Last zu tragen. Guck mal, hier ist schon wieder der PC. Können wir jetzt schon was damit machen? Nee. Also der erklärt uns einfach nur da,
Alvin, lass mal. Du bist nicht so schön wie Gino. Also gut, ich meine, ne, du weißt. Dieser verdammte Gino. Dieser verdammte Gino. So, wo war denn hier Chop? Also hier ist auf jeden Fall, da kam ja das Häuschen. Also war, ja, Hundetyp. Und Krötenmensch. Guck mal, hier ist noch, und hier ist auch noch, das haben wir noch gar nicht entdeckt. Nee, weil du ja direkt weitergerannt bist. Hallo Krötenmensch. Ich habe keine guten Erfahrungen mit Krötenmenschen, weißt du das? So, hier ist Schwert. Ach, das sind wahrscheinlich Waffen-Upgrades und das andere sind so Fähigkeiten-Upgrades. Guck mal, was er macht. Okay, das kostet 3. Wir haben sie nicht. Ja, wir haben einen. Na toll. Okay. Okay, können wir irgendwas hier machen? Zeig mal, was hier. Hier ist das Shiften, glaube ich. Ja. Das kostet auch 3. Oh, nee. Aber das ist, guck mal, dieses. Ja. Okay, immer geil. Brauchen wir. Halt der Doppelshift. Aber zeig mal, was geht denn hier? Was gibt's, ist denn das? Ja, hier kannst du es halt trainieren. Aha, okay. Ist ja interessant. Oh, ist das geil! Ach, bist du auch ein Händler? Was hat er gesagt? Dann geh mal hoch zu dem einen Typen, bei dem wir vorhin waren. Mhm. Den haben wir doch schon getroffen. Ja. Ne? Wo waren wir denn? Da waren wir nicht. Ach, warte, geh nochmal zu dem, hat er gerade erzählt, dass der den Typen da gekillt hat? So, der war mit dem Typen unterwegs. Ach nee, dann wurden die von Monstern angegriffen. Der genau, und der hat die gerettet, ja. Und das war's. Weg. Genau. Okay. Also jetzt müssen wir ganz kurz nochmal gucken. Krötenmensch, den habe ich ja noch nicht gesehen. Ich war, glaube ich... Nee, von da kommst du wieder. Ja, ich weiß. Ich habe nur geguckt, ob es hier irgendwo... Alvin? Ich bin halt hier runter, dann gucken wir mal hier rein. Ob es hier irgendwo war. Hier bin ich dann raus. Nein, du bist auf der anderen Seite. Ja, ich... Alvin. Ich bin links raus am Anfang. Nein, du bist rechts raus. Nein, ich bin links raus. Du bist rechts raus. Der Hund ist nach rechts gegangen. Chat. Du bist rechts raus. Hier ist Waffen-Upgrade. Chat. Genau, Chat. Ist er rechts oder links raus? Ja. Chat würde natürlich sagen, sehr links. Oh, guck mal hier. Mehrere Schüsse gleich hintereinander. Und wir kriegen noch 3 Schüsse hinzu, wenn wir 2 hätten. Was wir nicht haben. Okay. Aber ich glaube, das Lebens-Upgrade können wir wenigstens für einen holen. Das müsste aber funktionieren. Ja, wollen wir uns das gleich... Siehste? Pasta, ich hab recht. Oh, nee. Wie so ein altes Ehepaar. Ja. Eine Granate! Eine Granate! Vor! Die heilige Granate. Aber die habe ich gesehen, die war auch bei der Kickstarter-Kampagne als kleines Gift. Oh, guck mal, hier ist noch jemand. Ein Säufer. Wahrscheinlich ein ehemaliger Grafiker. Wieso ehemalig? Also alle Grafiker sind ja. So ehemalig. Guck mal, der in der Mitte sieht aus wie Vivi von Final Fantasy 9. Und haben sie ihn verprügelt. Alter. Und jetzt ist er ein Säufer. Guck mal, der hat ja hier noch gespuckt, Blut gespuckt. Müssen wir jetzt in die Werbung? Danach nochmal 15 Minuten. So. Ja, dann gehen wir mal in die Werbung und du suchst weiter deinen Hundemenschen. Ja, ich suche weiter meinen Hundemenschen. Na gut, gehen wir. Müssen wir in die Werbung? Ja, wir müssen in die Werbung. Ja, wir sind auf Vollbit, also Vollbit heißt Werbung. Ja, Vollbit heißt Werbung. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich.